Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnett. Willkommen zu meinem ersten Let's Play namens Wolfenstein The New Order. Zumindest auf diesem Kanal, denn ihr wisst ja alle, ich habe einen Let's Play Kanal. Allerdings, dieses Spiel, ich habe es angezockt und ich muss sagen, es ist wirklich genial. Und ich finde nicht, dass es auf meinem anderen Let's Play Kanal passt, weil es einfach so Ego-Shooter-mäßig gestaltet ist. Und ich sage euch eins, Leute, wenn dieses Spiel einen Multiplayer-Modus hätte, dann wäre das extrem erfolgreich. Ich werde euch noch später zeigen, wieso das so ist, wieso ich das so denke. Und vielleicht können wir ja irgendwas bezwecken und die Leute überreden, dass sie endlich einen Multiplayer-Modus in dieses Spiel mit einbringen, weil ich finde, das passt einfach extrem, meiner Meinung nach. Und zur Story, weil es hat leider noch keinen Multiplayer-Modus. Es geht quasi darum, dass Hitler, also die Nazis, den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und wie die Welt danach aussehen würde. Und es wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, Hitler hätte gewinnen können. Ich meine, das Ganze ist nicht unwahrscheinlich. Und deswegen finde ich, es ist schon wirklich eine richtig geile Idee. Und es ist sowas von Ego-Shooter-mäßig gestaltet. Ich finde, auf diesem Kanal passt es extrem. Ich weiß nicht, wer von diesem Spiel schon wusste, aber es ist heute rausgekommen, heute um 2 Uhr morgens. Oh, aber ich muss sagen, ja, ich habe es mir halt vorbestellt. Schon, ich glaube, 20 Tage davor. Und ich habe gewartet, weil ich das Spiel zum Teil auch gehypt habe. Ich glaube nicht, dass es so stark gehypt wurde, aber ich denke, viele Leute kennen das Spiel. Und es war auch bei der YouTube-Werbung und sowas zu sehen, also vielleicht ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ihr es nicht gesehen habt. Aber gut. Ich werde jetzt erstmal zocken und ja, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da, einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß, denn so könnt ihr mir am besten zeigen. Und außerdem können wir vielleicht den Entwickler mal ein bisschen dazu überreden, den Multiplayer-Modus hier mit einzubringen, weil das wäre wirklich extrem geil. Gut, lasst uns ein neues Spiel beginnen und so sehe ich übrigens aus, wenn ich immer aus dem Bett aussteige. Ja, immer noch mit 19, aber ich denke, das wusstet ihr. Und so sehe ich aus, wenn ich kein Snickers Eis bekomme. Genau. Okay, lass ihn nur kommen. Wir spielen auf der normalen Empfindlichkeit. Ich meine Schwierigkeit. Gemütlich. In meinem Traum rieche ich ein Barbecue. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das typische Familienleben irgendwie. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Frau, Kinder. Dafür rührende Motoren. Und Hund. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Ah, ich bin im Flugzeug. What the fuck? Jesus. Okay, der hat nicht überlebt. Alles klar, Sir. Ich mache alles das, was Sie gerne wollen. Treibstoffleitung zumachen. Okay, wir müssen eine Zange und einen Draht finden. Sir, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Ich bin keine 12 mehr. Obwohl, eigentlich schon. Okay, vielen Dank. Oh, what the fuck? Alter Schwede. Ach so. Das ist richtig. Oh mein Gott. Heiß, heiß, heiß. Dann gehen wir. Okay, alles klasse. Was auch immer Sie wollen. Neue Waffe, das Messer. Von wo habe ich das denn? Okay, alles hier rausholen. Einen Moment, Sir. Ich bin schon am Machen. So. Einmal bitte raus mit allem. Na, dich sich. Bis dann, Danny. Wir lieben dich. Oh, wie süß. Gut. Zurück ins Cockpit. Cock und Pit. Mann, ist dieses Wort pervers. Oh, what the fuck? Alter Schwede, beruhig dich mal. Mir geht's bestens. Da ist nur ein Loch im Flugzeug, aber ich hoffe, das stört nicht. Oh, what the fuck? Jesus. Okay. Rein geht's hier. Ich finde schade, dass dieses Spiel keine Untertitel hat, leider. Sonst könnte ich besser verstehen, was er immer sagt. Das finde ich extrem schade. Ich habe auch schon im Menü nachgeguckt, ob es Untertitel hat. Vielleicht hat es ja welche. Nur ich war mal wieder blind. Voll Liebe. Moment mal. Ich liebe niemanden. Keine Ahnung. Boom, Bitch. Stirbt alle ihr Flugzeuge. Okay, das sind meine Verbündeten. Was soll das sein? Diese würden so die Flugzeuge der Gegend der Nazis aussehen, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zerstör alles hier einfach nur.
Das ist richtig, Bitches. Komm her. Oh, what the fuck? Alter, Schwede, geht hier die Party ab. Ich will auch dabei sein. Bin ich ja quasi schon irgendwie. Keine Sorge, Sir. Ich habe alles unter Kontrolle. Mir geht's bestens. Oh, da ist ein Flugzeug. Oh, what the fuck? Jesus. Der Tod klopft wieder an. An der Tür oder was? Er ruft mich. Nicht heute, mein Freund. Soll das etwa eine Wiederbelebung? Soll das die Wiederbelebung sein? Ja, belebt mich wieder, indem du auf mein Herz schlägst. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, grundgütiger. Danke, danke, danke. Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1. Oh, Jesus. Oh, yay. Wir haben volles Leben. Es gibt bis zu 100 Leben übrigens. Und das ist eine Puppe. Hey, Lady. Was machen Sie denn hier? Negativ, Vulture 1. Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Fergus. In Ordnung, Reddit. Sieht das geil aus, oder? Wow, alter Schwede. Okay, Sir, alles, was Sie sagen, das tue ich auch. Sie sind der Beste. Oh mein Gott, what the fuck? Wie geil das aussieht. Ich meine, die Grafik ist mittelgut, aber trotzdem. Oh oh. Sorry. Ah, da kam ein bisschen Rotze aus meiner Nase raus. Ich find's so witzig, wie er geschrien hat. Oh nein! Scheiße! Nein! What the fuck is... Okay. Wir haben es geschafft. Er hat es geschafft. Yay. Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Was? Was meint denn Besuch? Sir, haben Sie Ihre Drohne genommen? Die Cockpit-Tür auf. Sie müssen sie aufhalten. Die Cockpit? Okay. Oh, what the fuck? Jesus, da muss ich doch nicht rausspringen, oder? Oh, alles klar. Ja, er ist lebensmüde. Autsch, das muss wehgetan haben. Oh, oh mein Gott. What the fuck, Jesus. Halt das Schwede, kann er nicht steuern oder was? Oh mein Gott, noch vorwärts und drücke A und mit... Wow, Jesus, what the fuck. Hä, helfen Sie mir bitte. Danke, Sie sind der Beste. Küssen Sie mich bitte. Oh, 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 Sir, bitte ziehen Sie mich einfach mal... Ah, oh, danke. Danke, dass Sie mir Ihre Hand geben. Ich liebe Ihre Muskel. Ich liebe Ihre Muskel. Karte aktualisiert. Das ist die Karte übrigens. Sehr einfallsreich. Hey, Sir. Alles klar bei Ihnen? Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir. Yeah. So, weiter geht's. Alles klar, Leute. Mal wieder am Spannenhaar, mitten im Krieg, was? Das ist nicht die richtige Einstellung, Männer. So habe ich euch nicht erzogen. Und dieses Geweine, das könnt ihr euch in den Arsch schieben, okay? Haben Sie mich verstanden, Leutnant? Besser so, dass Sie lieber nichts sagen. Hey. Gott sei Dank sind Sie hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir müssen abbrechen. Bleskowitz, helfen Sie dem Jungen hoch. Negativ, Kondor 9. Okay, komm her. Komm hoch. Genau. Danke, Sir. Wenn die Mission scheitert, dann verlieren wir Europa. Danke, ganz einfach. Naja, so sehen Sie aber nicht aus, als würde es Ihnen gut gehen, Sir. Oh, what the fuck, Jesus. Oh, scheiße. Wenn wir Toten kommen, jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Nein, ich will nicht den Krieg verlieren. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. USA Command, Ende. Kondor 9, Ende. Oh oh. Nicht gut. Oh oh, festhalten. Ich halte mich an Ihnen fest, okay? Oh, what the fuck? Scheiße. Wir sind abgestürzt.
Oh oh. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wände sorgen. Oh, Jesus. Was ist das denn? Oh mein Gott. Helly, das sind... Oh mein Gott, what the fuck? Doggy, beruhig dich mal. Hast du deinen Knochen nicht bekommen oder was? Kann ihm bitte jemand mal seinen Knochen geben hier? Okay, ich bin hier in einem Flugzeug. Hier ist ein Telefon. Hello? Fergus, wie ist Ihr Status? Peskovic, bei uns hier ist die Kante am Dampfen. Wir Hallo? Sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Peskovic, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie! Fresco, sehen Sie das Licht? Ja, ich sehe es ganz genau, Sir. Wyatt, das Licht aus! Ja, Sir! Sir, ich habe Probleme hier. Bitte helfen Sie mir. Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleine Waffen können denen nichts anhaben. Okay, Sir. Sollte ich habe alles unter Kontrolle. Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Ich mache einfach das, was Sie sagen. Ich komme zu Ihnen. Okay, bis dann. So. Das war ein sehr interessantes Telefongespräch. Wir müssen ins Wasser. Um Kisten aufzubrechen. Ah, okay. Kiste, verpiss dich. So, ein bisschen mehr Gesundheit. 138. Oh, what? Ey. Laufe vorwärts und drücke, um mit Anlauf zu rutschen. Doggy, bitte. Bitte, pass auf. Wenn du dich anlegst. Oh. Oh mein Gott, war das eine knappe Geschichte. Ich glaube, der will mich essen. Totenkopfbiestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Das würde ich auch so sagen, wenn ich in dieser Situation wäre. Und jetzt sind wir unter Wasser. Yay. Übrigens, wir können über 100 Leben haben, aber wenn wir über 100 Leben haben, dann geht das in Sekundenschnelle wieder runter bis auf 100. Also wir können dann nicht mehr als 100 haben für eine längere Zeit, nur für eine kurze Zeit. Und hier müssen wir raus, glaube ich. Alles klar. Er ist eingeschlafen im Wasser. Wachen Sie auf, Sir, wir sind hier mitten im Krieg. Genau wie er und genau wie jeder andere. Er hat ja gesagt, wir müssen ins Licht, also müssen wir auch da lang. Ich gehe mal kurz nach oben. Oh mein Gott, fast habe ich keine Luft mehr bekommen. Oh, what the f- Jesus. Bitte aufpassen, Sir, ich bin hier im Wasser, okay? Danke. The Gate. Wow, what the fuck, riesig das Ding. Solche Nazi-Roboter würde es geben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so Roboter geben würde. Ich glaube, die Technik wäre weiter vorangeschritten. Dann in der Zeit. Bisschen spät, aber egal. Töte die mechanischen Bestien. Nichts leichter als das. Komm her, du Bitch, das ist richtig. Richtig, Bitches. Und jetzt noch dieses Ding. Nein, Spaß. Also bis jetzt ist das Spiel wirklich übel geil. Es hat... Gleich. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Okay, Sir. Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Okay, Sir. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Okay, Sir. Verstanden. Ah, ich auch. Legen Sie das an. Okay, Sir. Ich halte Funkkontakt. Ich mag meinen Chef. Okay, Leute. Hoffentlich stirbt er nicht. Bereit machen für Deckungsfeuer. Okay, los geht's. Wir müssen nicht schießen, wir müssen gar nichts machen, wir müssen einfach nur durchrennen. Neue Waffe, Maschinenpistole, geil, Alter. Okay, gleich zeige ich euch, wie das Spiel für den Multiplayer quasi gemacht ist, finde ich. So, okay, hier geht's durch. So, hallo, ist hier jemand zu Hause? Nein? Was haben wir denn hier? Okay. Handgranate. Kann ich... Okay, die kann ich benutzen. Einen Moment. So, und bis dann, du Wichsding, oder was auch immer du sein sollst. Boom, Bitch, das ist richtig. Du solltest lieber explodieren. Ich nehme mir noch mal mit, damit ich immer mehr, damit ich immer was in meinem Koffer habe. Suche den Eingang zum Bunker. Wo? Wo? Was ist das?
Gesundheit, das ist immer gut. Ach, hier geht's lang, okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier ein Loch entstanden ist dadurch. Vielen Dank für die ganze Medizin. Das schadet mir nie. Um dich, genau, das ist geil. Und zwar das, guck mal, schaut euch das mal an. Kann man diesen Knopf hier gedrückt halten, da kann man diesen hier machen. Ich finde das so skillbasierend, ne? Einfach so geil, vor allem, wenn man sich irgendwo versteckt im Multiplayer. Schnell hoch und schießen. Also wäre schon richtig geil. Okay. Und auf den Fuß. Das ist richtig, Bitch. Jetzt kannst du nicht mehr laufen. Ist besser so, oder? In dein Gesicht, du Bastard. Neue Waffe, Sturmgewehr von 1946. Soll ich vielleicht nehmen? Das hier. Cool, sieht geil aus, oder? Und zwar hier, kann ich mich einfach... Boah, das wäre im Multiplayer so geil, Alter. Gäbe es das nur im Multiplayer, diese Funktion, ey. Jesus, würde ich mich freuen. Nee, wäre ultra geil, bei Call of Duty oder so. Deswegen finde ich einfach... Ohne Scheiß, nur wegen dieser einen kleinen Sache. Jetzt ohne Scheiß. Ein paar Leute denken wahrscheinlich immer mehr Drogen. Und damit haben sie auch vollkommen recht. Aber ich fand das schon richtig geil. Hier, schnell, kurz hier und dann bam, 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 bam. Oh Gott, ich würde das so lieben, dieses Feature. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr dazu hält oder ob ihr denkt, ich übertreibe. Gut, schnell durch, schnell durch. Übrigens, jeder lässt immer was fallen nach dem Tod, deswegen müssen wir mal alles aufheben. Weil es kann passieren, dass wir Probleme mit der Munition bekommen werden und das wollen wir natürlich nicht. Na gut, es wäre viel schlimmer, wenn wir Probleme mit unseren Drogen bekommen würden. Noch jemand hier? Da ist jemand. Sir, hat ihnen keiner erzählt, sie sollte sich nicht einfach vor meine Waffe stellen. Weil dadurch können sie sterben und ich habe keine Munition mehr gleich, verdammt. Jesus, gib mir Munition. Was? Okay, schwere Munition haben wir bekommen. Man unterscheidet hier übrigens bei dem Spiel von schwerer Munition von leichter Munition. Das ist natürlich auch sehr gut zu wissen, muss ich sagen, ne? Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Ich bin ein Gast. Oh, sorry, Sir, ich musste sie ermorden. Tut mir leid. Hallo? Einfach messern, Bitch. Das ist richtig. In deinen Nacken. Okay, ich nehme eine andere Waffe. Ich mag die nicht so sehr. Oh, schaut euch mal die an. Jesus. Damit sind alle tot. Wie sage ich immer Jesus? Was hat Jesus? Was kann Jesus dafür? So, gut. Ich glaube, wir haben hier alles eigentlich. Vielleicht noch ein bisschen Kaffee trinken. So trinke ich immer meinen Kaffee. Und jetzt noch alles aufheben. Sehr, sehr wichtig, dieses Aufheben. Wirklich super wichtig. So, ich glaube, wir sind... What the fuck? Wo bin ich hier gerade? Hier können wir nicht durch. Okay, bin ich hier richtig, Sir? Oh, what the fuck, Jesus. Wieso? Jesus. Ah, Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, ich glaube aber nicht. Ich guck mal kurz. Wo bin ich denn hier gelandet? Dort ist das... Da, nee, warte. Ah, hier gibt es eine Karte. Also können wir doch sehen, ob wir richtig sind oder nicht. Gut, dann gehe ich falsch. Dann, okay, ich muss da lang. Also, diese gelben Dinger da auf der Karte, das sind unsere Ziele. So, danke für die Munition, mein Freund. Ist immer sehr nett von dir, wenn du mir Munition gibst. Oh, what the fuck? Wieso hab ich mich erschreckt? Stopp, du Bastard. Jesus, dieses Geräusch hat mich so erschreckt. Hör auf damit, Hund. Hör auf damit, okay? Das sind übrigens richtige Hunde. Die wurden gefällt. Und dann wurde irgendwas überzogen. Wie nennt man das nochmal? Wenn die Haare entfernt werden. Gefällt, ne? Oh, what? Noch einer von Jesus. Verpiss dich, du Wichser. Keiner mag dich. So. Vielen Dank, Sir, für jede schwere Munition. Das kann ich immer wieder gut gebrauchen. Die Munition ist hier sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr kostbar. Deswegen immer... Oh, wir haben noch 100 Leben. Okay. Und die Rüstung vor allem. Okay. Das ist so geil. Schaut euch das mal an. Boah, Alter. Gäbe es das im Multiplayer, würde ich echt nur noch Call of Duty spielen. Ernsthaft. So, gut. Perfekt. Nachladen. Scheiße, wie ich keine Munition mehr. Okay, ich muss eine andere Waffe nehmen, Leute. Okay, ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Sir, bitte schießen Sie nicht auf mich. Das kann sehr wehtun. Verdammt. Weiter kann ich mich nicht bücken. Ich meine, genau. Noch mehr Munition. Schwere Munition plus 30. Hier waren wir schon mal, oder? Oder auch nicht. Nee, das ist eine andere Gegend. Sieht aber gleich aus. Mit Gewalt wird nichts besser, Sir. Also bitte hören Sie damit auf. Ich find's ein bisschen schade, dass sie das Nazi... Das Nazi-Symbol so stark zensiert haben. Ich würde es übertrieben. Sie hätten durch diesen einen Strich da entfernen können, aber sie haben das komplette Nazi-Symbol entfernt. In so einen Stern oder so, keine Ahnung, was auch immer das sein soll. Finde ich total schade, muss ich sagen. Ich würde so gerne die unzensierte Version spielen.
Schleiche dich heran und drücke R, um einen Gegner zu überwältigen. Nichts leichter als das. Guten Tag, haben Sie zufällig meine Drohung? Nein, da müsste ich sterben. Ganz langsam. Pistole von 1946 haben wir jetzt ergattert. Sollen wir ihn... Okay. In... Wie nennt man das nochmal? Keine Ahnung, in was wir ihn gestochen haben. Jesus, das Spiel macht echt ultra Spaß, Alter. Vor allem der Anfang. Das spätere wird besser. Das ist quasi noch so ein kleines Tutorial. Oh, Jesus. So. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt weitergekommen. Schalte Kommandant aus. Okay, das ist unser Hauptziel jetzt. Na, wo befindet sich er denn? Guten Tag, Leute. Ich bin hier nur zu Besuch. Ich hoffe, ich bin hier willkommen. Und wenn nicht, da ist der Kommandant, glaube ich. So, ich glaube, er ist tot. Oh, what the fuck? Was sind das für Truppen? Die haben ja voll die Panzerung. Ich glaube, ich muss mehr mit Headshots treffen. Mehr präziser. So, ich glaube, wir haben ihn ausgelöscht. Okay, wir können alle... Wow, schaut euch mal, wie viel hier ist. Oh, sir, sorry. Ich muss sie leider umbringen. Sie wollen mich tot sehen und das ist nicht gut. Warte mal. Von wo komme ich? Ich komme von da, ne? Ich komme von hier, oder? Ja, ich komme von hier. Okay, wir kommen von hier. Wir können nach rechts gehen und wir können nach links gehen. Ich hebe erstmal kurz alles auf. Erinnert mich ein bisschen an The Last of Us. Finde ich persönlich. Wo man auch immer alles aufheben muss, sonst kommt man irgendwie nicht ganz weiter. Obwohl das zwei komplett verschiedene Spiele sind, aber egal. Eine Bombe benötigt. Sind das, das sind so eine Art... Das sind doch Bomben, oder nicht? Oder was ist das? DKM-1... What the fuck, was soll mir das sagen? So. Gut, weiter geht's. Den Typ habe ich noch nicht untersucht. Vielen Dank, Sir. Oh, what the fuck? Scheiße. Ich werf mal einen Cockpit. Nee, wie nennt man das noch? Oh, weiß ich. Nein, verdammt. So, weiter höher. Ich hätte vielleicht nicht alle gleich auf einmal werfen sollen. Aber ich bin killgeil, das wisst ihr ja. Von Call of Duty. So. Gib mir alles, vielen Dank. Oh mein Gott, die stellen sich alle in der Reihe auf, als würden sie sterben wollen. Das wollen sie auch wahrscheinlich, oder? Das ist richtig, Bitch. Leg dich lieber nicht mit dem Boss an. Oh, hello. Oh, scheiße, ich habe keine Munition mehr. Okay, wechselt die Waffen automatisch, wenn man keine Munition mehr hat. Hier habe ich dann noch viel Munition. Ich finde es einfach so logisch immer in diesen Games, dass man einfach immer als einzelne Person gegen so viele Leute mit Waffen ankommt. Aber es ist nicht das einzige Spiel, wo das so ist. Aber gut, anders geht's ja auch gar nicht, ne? So. Schön alles aufheben. Geht's hier lang? Oh, da haben wir noch mehr Cockpits. Granaten, meine ich. Wieso sage ich Cockpits? Keine Ahnung. Ich irgendwie... Ich weiß nicht. Wieso sage ich Cockpits? Oh, guck mal das arme Ding an. Das weiß gar nicht, wohin das mit seinem Leben soll. Das arme, arme Putt-Putt. So, wir sind hier richtig. Und da haben wir doch die Bombe, oder nicht? Ich weiß zwar nicht, ob das eine Bombe war. Aber ich schätze mal schon. So. Dieses kleine blaue Ding da. Das zeigt euch jetzt mal das Ziel an. Das sehe ich aber allerdings nicht immer auf der Map. So. Klick, klick, klick. 10, 9, 8, 7, 6. Okay. Würde ich daneben stehen, würde ich mir wehgetan haben, denke ich. What the fuck? Alles klar, Sir. Schalten die Kanonen aus. Okay, die Kanonen befinden sich hier und ich befinde mich unten links. Also noch ziemlich weit weg davon. Suche den einen Eingang zum Bunker. Oh mein Gott, diese Waffe ist echt nicht so präzise, muss ich sagen. Also da habe ich schon präzisere Waffe gesehen. Aber es geht. Und damit können wir Munition sparen. Und die sterben extrem schnell dadurch. Yeah, wow, wow, Alter. Ich liebe die Waffe. Ich frage mich, wie viele Waffen es hier insgesamt eigentlich so gibt. Oh, verdammt, wir müssen ihn ausschalten, sonst... Oh, nein, 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 bitte tun Sie mir nicht weh. Ah, Hilfe. Okay, ich pack das mal weg. Ich bin zu... Oh mein Gott, what the fuck, scheiße. Okay, schnell aufheben. Leben, leben, leben. Wow, scheiße, ich muss da hin was hinwerfen. Oh mein Gott, verdammt. Okay, Leute, lass uns da hin was hinwerfen. Damit müssen die alle sterben. Hier, nimm das. Weihnachtsgeschenk. Moment mal, Weihnachten ist erst später. Egal, ich schenke euch das trotzdem, weil ihr lieb seid. Nehmen wir das?
Ich bin nicht so der Fan von Akimbo-Waffen hier, weil sie so unpräzise sind. Bin allgemein nicht so der Fan von Akimbo-Waffen. Gut, nehmen wir das. Nehmen wir dann doch eine Akimbo-Waffe, um euch das mal zu zeigen, weil es halt ultra-bosshaft aussieht, wenn man die in der Hand hält. Und das wollte ich gar nicht auch. Gut. Noch jemand hier, der sterben will? Ich hoffe nicht, Bitches. Ich würde euch auch gar nicht empfehlen, gegen mich zu kämpfen, weil ich einfach zu stark bin, okay? Limit erreicht. Sir, können Sie bitte raushauen? Es hat keinen Sinn, wegzulaufen. So. Vielen Dank. Ich brauche mehr Rüstung. Was ist das? Gesundheit. 136, aber die wird gleich runtergehen. Okay, einen Moment mal. Wo sind wir? Wir sind hier bei B. Wir müssen nach da, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Hier lebt keiner mehr, ne? Kann man vielleicht noch alles aufheben? Nach oben, genau. Hallo? Hier ist eine Kamera. Können wir die... Nope. Okay, Kamera, ich lasse dich am Leben. Danke, Ding, du bist der Beste. Ich wusste es. Ich bin einfach der Beste der Welt. Oh, what the fuck? Hallo, kann mir jemand wenigstens in der Warnung geben, dass sich da eine ganze Gang befindet, Alter? Entschuldigung, Sir, Sie müssen sterben. Genauso wie Sie. Und Sie da hinten. Wir sind doch gar nicht so unpräzise. Wow, Jesus, Alter, wie geil. Okay, ich mag doch Hakimbo-Waffen. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Boom. Wir sind übrigens immer noch sozusagen im Tutorial, finde ich, irgendwie. Das war das Spiel, das kommt noch. Das wird so geil, Leute. Ich habe auch nicht so viel gezockt. Ich glaube, eine Stunde oder sowas. Also nicht so lange, das sind vielleicht, weiß nicht, zwei Parts. Wir sind an dem Stampfer vorbeigekommen. Leon und der Krippel direkt unter Totenkopfs Basis. Brauchen ein verdammt langes Seil, um da hochzuklettern. Okay, ein Seil. Ich habe eine in meiner Hose, ein langes. Wenn Sie das meinen, Sir. Wenn nicht, dann nicht. Gut, wir müssen nach da. Aber gut, lass uns mal hier alles aufheben. Ein paar Stiefel. Was ist das? Rüstung. Perfekt, Rüstung brauche ich. Lass mich mal in den Kommentaren wissen und in der Bewertung durch, was ihr von dem Spiel hält. Das ist wirklich extrem geil von euch. Gut, ich denke, schwere Munition schadet nie, Munition zu haben. Später werden wir nämlich Probleme mit der Munition bekommen. Das sage ich euch jetzt schon. Gut, und weiter geht's nach oben. Und es speichert, das sehen wir in diesem kleinen drohungabhängigen Kreis dort. Hallo, mein Name ist Danny und ich mag Snickers-Eis. Da war irgendwas, da glitzert. Ja, ich hab's gesehen. Schwere Munition, perfekt. Okay, da ist... Wir sind schon beim ersten gleich. Also jetzt eigentlich schon. Oh, verdammt. Alter Schwede, der Typ nimmt doch Drogen. Doppeltes Nachladen. Boom, Bitch. Vorteil freigeschaltet. Doppeltes Nachladen, wie geil. Nimm... Jesus, wieso... What the fuck? Hier gibt's drei Stück, was? Hab ich gar nicht gesehen. Jetzt bin ich ein Gott mit meiner Akimbo-Waffe. So, vielen Dank. Okay. Sir, was machen Sie auf dieser Kanone dort? Bitte gehen Sie da runter. Vielen Dank, Sir. Verlassen. Ja, sehr gut, Captain. Aber da ist noch eine Kanone weiter hoch. Da wird gefeuert. Wir treffen gerade die Krippe unter der Festung hoch. Beeilen Sie sich. Okay, Sir, es gibt noch eine Kanone. Mal gucken kurz. Okay, die befindet sich gar nicht so weit weg. Die Karte sieht groß aus, weil wir so klein auf der Karte aussehen. Aber ich zeige euch mal was zeigen. Wir gehen ein paar Schrittchen und schon sind wir extrem viel weiter. So, was ist das? Staatsoberhaupt möchte den Frieden. Berlin, 10. Juli 1946. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Okay, das ist in... okay. Alles klar, war bestimmt ein... wer das gerne lesen will, kann gerne das Spiel stoppen. Deswegen öffne ich die Teile immer. Was ist das? Was ist das? Kannst du bitte... Bitte bleib unten. Bleib unten! Spaß. Scherz, ich vergebe dir. Ich weiß zwar nicht, wofür das ist, aber okay. So, vielen Dank. Cooles Mikrofon. Habe ich auch hier gerade neben mir. So eins. Finde ich jetzt cool, ja, ne? Und es speichert mal wieder. Immer wenn es speichert, dann weiß ich, irgendwas kommt. Oh, geil, Alter. Wenn so viele nebeneinander sind. Perfekt, einfach nur perfekt. Ihr solltet euch besser ergeben. Oh, verdammt, ich habe keine... scheiße. Okay, verdammt, nachladen. Man ist auch sogar aus der Hüfte ziemlich präzise, muss man dazu sagen. So, perfekt. Aber wir haben keine Munition mehr. Ich wechsle mal kurz die Waffe. Da gibt es immer viel Munition bei der Waffe. Aber ich versuche trotzdem nicht so viel zu verschwenden. So, perfekt. Ich glaube, wir haben jeden eliminiert. Ich nehme schon 30 Minuten auf. Und,
Gut, er speichert und ich denke, für diesen Part wird es erstmal genug sein. Es wird noch voll geil, Leute, das kann ich euch sagen. Wenn euch dieses Let's Play gefällt, das wird neben meinem Road to Commander gleichzeitig kommen wahrscheinlich, oder? Auf diesem Kanal werde ich immer auf jeden Tag ein Video hochladen, also vielleicht mal einen Tag Road to Commander, einen Tag mal Wolfenstein, oder mal sehen, vielleicht lade ich auch an einem Tag beides hoch, mal sehen, wie gut dieses Video ankommen wird. Bewerten und kommentieren, nicht vergessen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben, falls euch dieses Spiel gefällt. Mir persönlich macht es extrem viel Spaß und ich würde auf diesem Kanal nichts spielen, was mir keinen Spaß macht. Würde ich eigentlich allgemein nicht, auch wenn ich nicht Let's Playen würde. Und ja. Wenn es euch gefällt, abonniert auch meinen Kanal, falls du neu bist, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen und sage nur noch 3, 2, 1. Tschüss.